Heute möchte ich euch mal erklären, wie man richtig im Auto sitzt. Weil da sieht man nämlich allen möglichen Scheiß im Straßenverkehr. Fangen wir doch mal mit meiner Lieblingsposition an, der Macho-Position. So, ganz cool. Wenn irgendeine gefährliche Situation ist, kommt man auch nicht mal ins Lenkrad, weil man nämlich da hinten irgendwo rumschwimmt. Aber es sieht natürlich cool aus. Hat natürlich den Nachteil, wenn ich jetzt irgendwie mal eine Notbremsung machen muss oder in der Kurve gegenlenken, habe ich nicht viel Chancen, ne? Dann gibt es aber natürlich die andere Variante, die dann wieder uns Mädels nachgesagt wird, dass wir viel zu nahe dran sitzen. Ich zeige das jetzt auch mal extrem. Das sieht man natürlich auch häufig. Ja. Da klebt man so richtig am Lenkrad. Ja. Hat natürlich den Nachteil, ist auch schlecht. Habe ich ein bisschen wenig Bewegungsfreiheit. Also die Wahrheit liegt dazwischen. Wir Rennfahrer sitzen übrigens auch relativ nah dran. Aber wenn ich in ein Auto einsteige, kommt als erstes die Höhenverstellung, weil damit verstellt sich der Rest. Und dann nehme ich meine Faust und die sollte hier so zwischen Kopf und Dach passen. Dann kann ich nämlich super raussehen, habe gute Übersicht und schlage mich gleich bei jedem Bodenwelle da oben an. Als nächstes mache ich dann die Lenkverstellung. Dazu nehme ich meinen linken Fuß auf die Fußablage und drücke mich jetzt mal so richtig fest in den Sitz. Und wenn das jetzt noch durchgestreckt wäre, ist es falsch. Also im Prinzip muss da ein Restwinkel sein. Und dann sitze ich richtig. Jetzt kann zum Beispiel auch, wenn ich einen Aufprall habe von vorne und das Auto wird ein bisschen deformiert und kommt mir sozusagen entgegen, dann kann das Knie abknicken und ich verletze mich nicht gleich hier bis in die Hüfte rauf, wenn es durchgestreckt wäre. Also jetzt passt das ungefähr. Das nächste ist dann die Lehne. Dazu nehme ich meinen Handballen und lege den hier oben drauf. Wenn ich mich jetzt fest in den Sitz drücke, sehen wir schon, bin noch zu weit weg. Lehne muss noch ein bisschen vor. So. Hier kann man übrigens auch das Lenkrad zur Hilfe nehmen. Kann man hier meistens alle aufmachen. Dann kann man da so ein bisschen noch die Länge verstellen. Jetzt gucke ich mal so, dass ich gut rausschauen kann und dass oben mein Handballen drauf passt. Dann mache ich das wieder fest. Super. Passt. Jetzt sitze ich eigentlich ganz gut drin. Kann auch gut auf die Bremse, gut die Kupplung treten. Komme gut an mein Lenkrad. Und als nächstes auch noch die Kopfstütze. So, dass die Mitte etwa Augenhöhe ist. Dann habe ich einen guten Schutz nach hinten. Kann ja auch sein, dass mir einer von hinten drauf brät. Und dann will ich ja nicht, dass mein Kopf hinten überfällt und ich dann nachher mit diesen schönen Halskrausen rumlaufen muss. Auch die Beifahrer sollten da übrigens dran denken. Ne? Vergisst man gerne, wenn man mal ins Auto springt bei jemand anders. Ja, und dann sitze ich eigentlich ganz gut drin. Anschnallen. Nicht vergessen. Ich ziehe hier immer noch den Beckengurt ein bisschen fest. Und jetzt merkt man, wahrscheinlich fühlt ihr euch ein bisschen näher dran als normalerweise. Aber ich kann euch sagen, im Rennsport sitzen wir so nah. Und da haben wir nämlich diesen 6-Punkt-Gurt. Also wir sind komplett in den Sitz reingeschnallt, können uns da überhaupt nicht bewegen. Und dann merkt man nämlich, wenn man da mal so richtig fest drin sitzt, dass man diese Entfernung braucht, weil sonst könnte ich gar nicht mehr frei meine Lenkbewegungen machen. Also einfach mal ausprobieren. Man gewöhnt sich dran. Jetzt geht's los.